alle werden von selbst still, das ist ja wunderbar. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, zur heutigen RMI-Debatte mit Rainer Hank und Günther Ortmann zum Thema Lob der Macht. Ich begrüße als erstes unsere Referenten, um nicht zu sagen Kontrahenten heute Abend, Rainer Hank und Günther Ortmann, und bitte schon mal um ersten Applaus, dass Sie bei Herren heute hier da sind. Ansonsten herzlich willkommen an Sie alle. Ich freue mich, dass der Dekan unserer Fakultät auch heute Abend dabei ist. Und ich möchte auch noch nicht unerwähnt lassen die Freunde vom Rotary Club Witten-Hohenstein, die ihr Meeting heute hierhin verlegt haben. Finde ich besonders schön, dass wir so ein Meeting haben in unserem Rahmen hier an der Universität. Und Herr Hank ist auch ein Freund, also von daher hat er schon gescherzt, dass er sich hier auch noch eine Präsenz abgreifen kann. Naja, also herzlich willkommen aber auch an alle, weil das Thema ist ja schon doch sehr ansprechend, denke ich. Wenn man liest Lob der Macht, dann stutzt man ja vielleicht erstmal. Vor allen Dingen, wenn ein Journalist sagt Lob der Macht. Also Journalisten loben ja eigentlich nicht. Das ist ja nicht so normalerweise ihr Geschäft. Und dann auch noch die Macht zu loben. Also da ist man doch gleich gespannt, was da noch dahinter steckt. Die Macht als Thema ist natürlich dauerhaft aktuell. Man muss nur einfach ein paar Namen nennen: Merkel, Macron, Mugabe oder andere Sachverhalte. Madrid, Manipulation von Testergebnissen oder auch Hashtag MeToo. Für uns am Reinhard-Mohn-Institut ist Macht ein Thema aus drei Gründen. Erstens, weil wir uns ja mit der verantwortungsvollen Unternehmensführung und der Verantwortung von Führungskräften beschäftigen und natürlich sich die Frage stellt, wie gehen die eigentlich mit ihrer Macht um, beziehungsweise wie sollten sie mit ihrer Macht umgehen. Zweitens, als Organisationsforscher ist Macht für uns eine Kategorie, weil es ein Koordinationsmechanismus ist, der natürlich ein Klassiker ist in Organisationen, aber auch das ein oder andere Problem aufwirft. Und drittens beschäftigen wir uns im Bereich Unternehmensführung mit Unternehmensstrategien auch. Und die Macht am Markt ist natürlich ein entscheidender Aspekt bei der Strategieentwicklung. Also auch da gibt es ja Vorstellungen auch von Machtmissbrauch beziehungsweise von den Gefahren beziehungsweise aus gewissen Perspektive auch Vorteilen einer monopolistischen Stellung. Also für uns ist Macht ein Thema bei den Führungskräften, bei der Organisation und bei der Strategie. Viel mehr wollte ich gar nicht vorwegnehmen zu dem Thema, sondern möchte Ihnen jetzt noch kurz unsere Referenten heute Abend vorstellen, bevor dann Herr Hank sein Buch vorstellt und Günther Ortmann das kommentiert. Rainer Hank ist Leiter der Wirtschafts- und Finanzredaktion der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Er hat aber eigentlich gar nicht Wirtschaftswissenschaften studiert, sondern Geisteswissenschaften, in Literaturwissenschaften promoviert und dann über die Arbeit als Journalist in sich immer mehr dem Thema Wirtschaft angenähert. Er ist ein ausgezeichneter Wirtschaftsjournalist, das kann man wohl so sagen, denn er hat den Ludwig Erhard-Preis für Wirtschaftsjournalismus bekommen, den Karl-Hermann-Flach-Preis und die Hayek-Medaille. An den Preisen können Sie schon ein bisschen was ablesen. Er ist ein bekennender Liberaler. Wobei da nicht unbedingt die Vorsilbe Neo dazugehören muss und er sich auch nicht als Konservativer sieht, sondern interessanterweise, und das auch in einem Buch von ihm dargestellt, so eher von links kommend auf den Liberalismus eingeschwenkt ist. Ich denke, das werden wir in Ihrem Vortrag heute auch bestätigt bekommen. Sein neues Buch Lob der Macht, über das wir heute sprechen, wurde nominiert für den Deutschen Wirtschaftsbuchpreis 2017 und ist damit so unter den Top 10 der Wirtschaftsbücher aus der Sicht des Handelsblatts. Also dazu auch herzlichen Glückwunsch. Und er wird uns gleich in seinem ersten Teil hier eine kurze Lesung bieten und dann einige Kernargumente des Buches herausgreifen, auf die dann Professor Ortmann
eingehen wird, beziehungsweise vielleicht auch auf andere Aspekte des Buches. Ich bin mal gespannt, was Günther sich überlegt hat. Günther ist Professor für Führung hier an der Universität am Reinhard-Mohn-Institut. Er ist seit 2014 hier an der Universität, ist aber auch emeritierter Professor der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg, Bundeswehr-Uni, kurz gesagt. Und dort hat er seit 1997 die Ecke gelehrt. Vorherige Stationen waren Wuppertal und Oldenburg. Günther Ortmanns Promotion war an der Freien Universität Berlin. Da hat er dem dortigen Fachbereich und Herrn Kieser eine Arbeit untergejubelt, die doch auch stark von der Berliner Zeit da geprägt war, sprich Auseinandersetzung mit Marxismus, und hat eine Arbeit über Unternehmensziele geschrieben, die doch stark, also gängige Vorstellungen in Frage gestellt hat und auch radikalere andere Konzepte ins Spiel gebracht hat. Seitdem beschäftigt er sich auch immer wieder, beziehungsweise durchaus auch zentral in seinem Werk mit Macht. Sei es vielleicht etwas in früheren Phase, vor allen Dingen mit Mikropolitik innerhalb von Unternehmen, oder in letzter Zeit stärker mit dem Unternehmen als korporativen Akteur, also der Macht von Organisationen und nicht nur die Betrachtung von Organisationen als ein Ort oder eine Form, in der Macht von Individuen ausgeübt wird, sondern eine Form, die selbst Macht besitzt und Macht entwickelt und auch Machtansprüche entwickelt. Und in dem Zusammenhang diskutiert er eben auch die Verbindung zwischen Macht und Moral. So zum Beispiel in seinem Buch Organisation und Moral. Das heißt, Günther ist besonders gut positioniert, um heute mit Herrn Hank über das Thema Macht zu diskutieren. Und ich freue mich schon sehr auf den Austausch und natürlich auch auf Ihre Fragen und Kommentare zu der Diskussion, denn wir werden nur am Anfang erst Herrn Hank hören und dann Herrn Ortmann, und dann sind Sie auch dran, mitzudiskutieren und Fragen und Anregungen einzubringen. Nach der Diskussion ganz zum Schluss können wir uns dann auch noch bei einem Glas Wein oder Wasser weiter unterhalten und wieder entspannen. Wobei, vielleicht wird es ja gar nicht so dramatisch. Also Günther Ortmann schreibt zumindest auch in seinem Buch Organisation und Moral an einer Stelle, an die er sich vielleicht selber gar nicht erinnert. Das Laster mag böse sein, doch es ist nützlich und darauf kommt es an. Also das klingt doch vielleicht schon ein bisschen kompatibel, aber nun will ich das nicht weiter ausführen und interpretieren, sondern übergebe an Herrn Hank und freue mich auf Ihre Beiträge nun. Und darf Sie jetzt bitte nach vorne bitten. Vielleicht noch einen Applaus zum Übergang. Ja, lieber Herr Möllering, ich bedanke mich sehr für die Einladung, freue mich, hier zu sein, meine Damen und Herren. Ich freue mich über Ihr Interesse und ich bin gespannt auf die Diskussion mit Herrn Ortmann gleich. Ich habe mir das folgendermaßen vorgestellt. Ich würde tatsächlich zu Anfang einen ganz kleinen Teil vorlesen aus dem Buch, und zwar mich dem Thema Macht sozusagen von den Rändern her nähern, nämlich es gibt da drin einen kleinen Exkurs über Schmeichler, Haushälterinnen und Hofschranzen, also um den Vorhof der Macht, um mich dann in fünf Thesen der Macht zu nähern, also ein bisschen den Extrakt dessen, was ich versucht habe in dem Buch zu beschreiben. Und die fünf Thesen, die enden dann auch mit einer These über Macht und Moral, weil sie die Veranstaltung ja auch unter diesem Titel heute Abend angekündigt haben. Das Ganze geht, nur damit Sie sich so ein Bild machen können, vielleicht eine gute halbe Stunde, sodass tatsächlich genügend Zeit auch zur Erwiderung und zur Debatte bleibt. Also dieser kleine Exkurs, der taucht auf in einem Kapitel
wo es um VW und Winterkorn geht und eigentlich die zentrale Frage behandelt wird, wie kann der VW-Skandal so lange unerkannt bleiben. Und das ist im Grunde der Ansatzpunkt, um dann so einen Schnörkel zu machen, den ich jetzt vorlese. Dann geht's wieder weiter mit Winterkorn und das schenke ich Ihnen und mir. Also, wie kann es sein, dass über Jahre hinweg ein derart eklatanter Fall von Täuschung und Betrug unerkannt bleibt? Und wie kann es zu einem derart eklatanten Fall von Machtmissbrauch an der Spitze eines Unternehmens kommen? Das darf man sich nicht allzu simpel vorstellen. Kaum denkbar, dass der Mann ganz oben per UKAS den Betrug in Amerika angeordnet hat. Er wird auch dafür gesorgt haben, dass, sollte so etwas vorkommen, er nicht explizit Notiz nehmen musste. In engster Nähe zu Winterkorn, also dem damaligen CEO von VW, gab es über viele Jahre, wie aus den FBI-Dokumenten hervorgeht, einen Vertrauten, den sie in der Firma den Feuerwehrmann nannten und der den vielsagenden Namen, so hieß der wirklich, Bernd Gottweiß trägt. Gottweiß war für die Brandmauer zuständig. Er hatte dafür zu sorgen, dass Winterkorn nichts entging, ohne dass er zu viel wissen musste. Wer die Macht hat, muss sich einen Raum der Unschuld und des Nichtwissens sichern. Im Strafprozess kennen die Juristen die Formulierung mit Nichtwissen bestreiten. Genau das macht Winterkorn. Es ist die auf den deutschen Juristen Karl Viktor von Haase zurückgehende Haltung des Ich weiß von gar nichts. So, und jetzt eben daran der kleine Exkurs, der sich da anschließt. Macht funktioniert nur, wenn es einen Vorraum der Macht gibt, der unter anderem die Aufgabe hat, den Mächtigen vor zu viel oder sagen wir vor gefährlichem Wissen zu schützen. Vor jedem Raum direkter Macht bildet sich ein Vorraum indirekter Einflüsse und Gewalten, formulierte der Staatsrechtler Karl Schmidt einmal beiläufig, ein Zugang zum Ohr, ein Korridor zur Seele des Machthabers. Karl Schmidt, es gibt keine menschliche Macht ohne diesen Vorraum und ohne diesen Korridor. Das Vorzimmer, in dem die Bittsteller antichambrieren, brachte in unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Rollen und Charaktere des Hofstaats hervor. Karl Schmidt sieht Minister und Botschafter in großer Uniform, aber auch Beichtväter und Leibärzte, Adjutanten, Kammerdiener und Mätressen. Nicht zu vergessen die Sekretärin, die gute Seele oder der sprichwörtliche Vorzimmerdrachen. Durch Ernst Jünger, Schmidts Freund, wird der Vorzimmergesellschaft auch noch die katholische Pfarrhäuserin oder Pfarrhaushälterin hinzugestellt, die als Dienerin große Macht über den Herrn Pfarrer hatte. Häufig war er ihr Bruder, für den sie sich opferte, indem sie unverheiratet blieb und dafür mit der Macht des Zugangs und ein bisschen exklusiver Geschwisterliebe reichlich entschädigt wurde. Übrig geblieben ist davon heute nur noch eine homoerotische Spielart, der schöne, alle Welt an George Clooney erinnernde Prälat Georg Genswein diente im Vatikan inzwischen im Rang eines Erzbischofs, nicht nur Papst Benedikt XVI., sondern ist auch für dessen Nachfolger Franziskus tätig. All diese Günstlinge schirmen ab oder lassen ein, haben das Ohr des Meisters. Wenn sie stark sind, können sie dessen Willen auch beeinflussen, ihm gar Widerworte geben. Wenn sie schwach sind, sind sie nur Speichellecker und Echogeber, Ministranten am Altar der Macht, die ihren Herrn vor der Wirklichkeit schützen und mit dazu beitragen, dass er immer weniger von der Realität versteht, was am Ende ihm zum Verhängnis wird. Wenn das der Führer wüsste, war eine in der Nazizeit gebräuchliche Formulierung, die den Wunsch des Volkes ausdrückte, dem Mann an der Spitze sollte das Wissen von besonders widerlichen Vorkommnissen erspart bleiben. Das verweist auf eine merkwürdige Dialektik, wonach nicht nur Wissen, bekanntlich Wissen, sondern auch Nichtwissen Macht sein kann, wobei es sich allerdings bei dieser besonderen Form des Nichtwissens ganz offenkundig um eine wissende Form des Nichtwissens handelt. Nichtwissen wurde zu einem kollektiven Machtinstrument der Deutschen nach 1945. Albert Speer war darin ihr großes Vorbild und ein Meister.
In vielen Familien, darauf werde ich nachher noch einmal zurückkommen, in vielen Familien gibt es so etwas wie ein offenes Geheimnis, ein von allen geteiltes Wissen, zum Beispiel darüber, dass das jüngste Kind einen anderen Vater hat, welches auszuplaudern verboten ist, was wiederum als Verrat geahndet würde. Der Abgasbetrug von VW fällt unter diesen Typus einer für die Firma nützlichen Illegalität, ein schöner Ausdruck, finde ich, von Niklas Luhmann, die man in der Unternehmensfamilie verschweigt. Man handelt gesetzeswidrig, aber für einen guten Zweck und im Interesse des Unternehmens, um Schaden von ihm abzuwenden. Viele Kollegen sind eingebunden, sie wissen, ahnen dumpf, dulden stillschweigend. Auf diese Weise werden alle voneinander abhängig. Den Philosophen Avishai Margalit erinnern solche Abhängigkeitsbeziehungen in großen Konzernen an Feudalverhältnisse einer vormodernen Gesellschaft. Ihre Bindewirkung haben sie oberflächlich betrachtet über den arbeitsrechtlichen Vertrag. Doch das Klebemittel, das wirklich haftet, ist die unbedingt geforderte Vasallentreue, Loyalität genannt. Loyalität, finde ich, wird überschätzt, wenn sie immer nur positiv vermarktet wird. Loyalität wirkt als zäher Klebestoff in einer guten Beziehung, schreibt Margalit. Er öffnet die Augen dafür, dass Loyalität nicht nur positiv zu sehen ist, sondern gefährlich werden kann. Ihre stärkste Bindung entfaltet auch sie in der Familie. Dort wirkt die Blutsverwandtschaft als Kitt. Nicht ohne Grund legen aber auch Unternehmen größten Wert auf die Loyalität ihrer Mitarbeiter, wenn sie diese auf gemeinsame Ziele einschwören. Getreu dem Motto, wir gehören doch alle zu einer großen Familie. Verrat in der Familie ist das Allerschlimmste, was sich denken lässt. So etwas macht man nicht. Das ist eine Art gemeinsames Verschweigen. Der Mann an der Spitze lebt davon. Zumindest, solange es gut geht. Am Ende allerdings bleibt nicht die kleinste Spur von Loyalität mehr übrig. So schnell kann sich der Klebstoff auflösen, wenn die Macht entschwunden ist. Ich denke, Martin Winterkorn kann ein Lied davon singen. Ausnahmslos alle Mächtigen nutzen solche kleinen Kreise von Getreuen, von denen sie absolute Loyalität erwarten, denen sie sich aber auch rückhaltlos anvertrauen. Der britischen Premierministerin Theresa May, so heißt es, genügen sogar nur zwei Ratgeber. Offiziell fungieren sie als Stabschefs, nachdem May den ganzen Jungsclub ihres Vorgängers David Cameron zum Teufel gejagt hatte. Es heißt, May tue sich schwer mit der Entscheidung, mit Entscheidungen, könne sich häufig nicht zu einer Meinung durchringen. Dann verlasse sie für kurze Zeit den Raum, ziehe sich zur Beratung mit den beiden zurück und komme anschließend mit einem eindeutigen Urteil wieder. Nach einer Wahlschlappe bei den Parlamentswahlen im Juni 2017 waren die beiden Berater dann freilich auch die ersten, die May entließ, was umgehend als Vorzeichen ihres eigenen Untergangs gedeutet wurde. Es scheint jetzt doch etwas länger zu dauern, wie wir sehen. Ist das nun ein Zeichen von Schwäche oder von Stärke? Es wäre naiv, für den besten Machthaber jenen zu halten, der einsame Entschlüsse fasst. Das verweist eher auf Paranoia und wäre ein Indiz für ein Spätstadium im Prozess des Machtverfalls. Angela Merkel, die mit Theresa May in einigem verwandt ist, beide Frauen sind übrigens kinderlos, was im Zusammenhang mit dem Willen zur Macht keine Nebensache sein dürfte, stützt sich seit Jahren auf ein stabiles Netz von Vertrauten. Zumeist sind es Frauen, Julia Glöckner, Annette Schavan und so weiter, von denen sie absolute Verschwiegenheit erwartet. Soweit bekannt, hat niemand dieses Gebot bislang gebrochen. Verrat würde mit Ausschluss bestraft. Spannend wird, wer aus dem Kreis der Vertrauten Merkels das Schweigen einmal bricht, wenn sie einmal nicht mehr Kanzlerin ist. Das Scharnier nach außen übernimmt im Umfeld indessen ein Mann, Volker Kauder. Es lohnt ihm in diesem Text und das auch zum Abschluss jetzt hier eine kleine Nebenrolle zuzuweisen. Kauder, wenige Jahre älter als Merkel, war einmal im gegnerischen Lager. Im Bundestag, weiß nicht, ob Sie das noch erinnern, im Bundestagswahlkampf 2002, als lange ist es her, als Edmund Stoiber sich gegen Angela Merkel als Kanzlerkandidat durchsetzte und bei der Wahl scheiterte, war Kauder auf der Seite Stoibers. Merkel, die ihre Gegner in der Regel vollständig vernichtet, hat ihm das anders als sonst nicht verübelt, sondern ihn, den Konvertiten, nachdem er die Seiten gewechselt hat, zu ihrem Generalsekretär, später dann zum Fraktionsvorsitzenden gemacht, mithin zu ihrem wichtigsten Vertrauten mit Aufgaben in die Partei und Fraktion hinein.
Merkel hätte ihn vernichten können. Kauder weiß das. Stattdessen hat sie ihn zum Politkommissar in der eigenen Partei gemacht. Das macht seine Loyalität nicht ganz freiwillig grenzenlos. Kauder agiert wie ein gnadenloser Apparatschik. Er ist der Inbegriff des Hofschranzen. Abweichlern, Euroskeptikern etwa, droht er mit der Höchststrafe, dem Entzug des Wahlkreises und Verstoß auf hintere Listenplätze, tödlich für Berufspolitiker. Zugleich hat er als Süddeutscher aus dem Wahlkreis Rottweil-Tuttlingen das Ohr an der südwestdeutschen Parteibasis, die nach wie vor Merkel-kritisch bis Merkel-feindlich ist. Frauen aus dem Osten pflegt man dort nicht ernst zu nehmen. Kauder muss sie einfrieden, er muss Merkel Rapport erstatten. Kauder ist von Merkel abhängig, aber sie ist auch von ihm abhängig. Kauder will und kann Merkel das Amt nicht streitig machen, er könnte aber in ein neues Lager überwechseln, wenn er merkt, dass Merkels Macht bröckelt. Nach der Flüchtlingskrise und in den Honeymoon-Wochen des Schulz-Hypes war es schon einmal fast zu weit. Kauder hat beste Verbindungen zum Landsmann Wolfgang Schäuble, der als Senior-Rivale immer gehandelt wurde und gehandelt wird. Ihm wäre auch zuzutrauen, dass er sich Nachwuchsstar Jens Spahn andient. Spahn wäre das gewiss unangenehm, aber womöglich könnte er eine Zeit lang auf Kauder angewiesen sein. Noch ist es nicht so weit. Und deswegen jetzt zurück zu Winterkorn. Aber ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, jetzt bei der Wahl nach der Bundestagswahl im September und bei der Wahl zum Fraktionsvorsitzenden hat Kauder, und das gab es noch nie, ohne Gegenkandidaten 50 Gegenstimmen bekommen. Ich glaube, die Macht braucht den Vorhof zur Absicherung, aber der Verfall der Macht zeigt sich als erstes an den Rändern. Ich würde sagen, das war das erste Zeichen für den Verfall der Macht von Angela Merkel, die 50 Gegenstimmen zu Kauder ohne Gegenkandidat. Das zweite, denke ich, war die Niederlage bei der Neubesetzung der Spitze der Konrad-Adenauer-Stiftung. Kann man beides mal sagen? Na, die große Kanzlerin gibt kein Geld. Schon, aber passen wir auf, wie es weitergeht. Wir wissen es alle nicht genau. Also, das war ein erster kleiner Versuch, sagt sozusagen selber von den Rändern aus dem Vorraum der Macht. Das ist eine kleine, schmale Schrift von Carl Schmitt, ich glaube aus den 50er Jahren, grandios geschrieben, als ein Dialog geschrieben, wo er sich genau um dieses Hofschranzentum kümmert. Ach so, doch, ich wollte doch ein paar Mal, muss man doch machen, wenn man an der Uni über die Macht spricht, ein paar Mal den Altmeister, den Großmeister Niccolò Machiavelli zitieren. Von ihm gibt es Kapitel 23, wie Schmeichler zu meiden sind. Und da weiß man, dass Machiavelli vor Carl Schmitt alles schon wusste. Nicht übergehen will ich einen wichtigen Punkt und einen Fehler, den die Fürsten nur schwer vermeiden, wenn sie nicht sehr klug sind und eine gute Auswahl treffen. Dies sind die Schmeichler, von denen es an den Höfen wimmelt. Denn die Menschen sind so von sich eingenommen und täuschen sich dabei dermaßen, dass es ihnen schwerfällt, sich vor dieser Pest zu schützen. Und will man sich davor schützen, so läuft man Gefahr, verachtet zu werden. Das, wenn man Machiavelli liest, weiß, ist das Schlimmste. Das darf dem Fürsten nie passieren. Er darf nicht verachtet werden. Es gibt nämlich kein anderes Mittel, sich vor Schmeicheleien zu hüten, als den Menschen zu verstehen zu geben, dass sie dich nicht beleidigen, wenn sie dir die Wahrheit sagen. Wenn dir aber jeder, großartiger Satz, wenn dir aber jeder die Wahrheit sagen darf, bleibt die Ehrerbietung dir gegenüber aus. Da sieht man, dass Ehrerbietung und Wahrheit sich ausschließen. Deshalb muss ein kluger Fürst einen dritten Weg einschlagen, indem er für seine Regierung weise Männer auswählt, denen allein er die Freiheit gewährt, ihm die Wahrheit zu sagen, und zwar nur über die Dinge, nach denen er fragt und über nichts anderes. So ist man geschützt vor der Wahrheit und bleibt dann doch in der Ehrerbietung durch die Schmeichler im Umkreis. So, das war der erste Teil. Jetzt kommen 5 zusammenfassende Thesen aus dem Buch. Die 5 Thesen sind erstens, warum überhaupt sich mit Macht zu beschäftigen. Man ist ja nicht der Erste bei solchen Großen, die es vor einem gab, und man ist ein ganz Kleiner. Warum also trotzdem? Zweitens, was ist die Macht? Also, dass wir uns
Verständigen weiß ich nicht, die mögen anderer Meinung sein, aber ich sage Ihnen, was für mich Macht in Nutze ist. Dann kommt als drittes typische Machtverläufe, also wie kommt man an die Macht und wie wird man sie wieder los. Als viertes die These des Buches und als fünftens einen kleinen Versuch zum Zusammenhang von Macht, Sex und Moral, hängt alles eng miteinander zusammen. Also warum überhaupt ein, mal wieder ein, hatten mich die Vertreter beim Verlag auch, sagen Sie mal, was sollen wir denn den Leuten in den Buchhandlungen sagen noch, die sagen, wir haben schon ein paar Bücher über die Macht. Haben die natürlich recht. Bei mir war es tatsächlich aus der Erfahrung des politischen Wirtschaftsjournalisten, doch immerhin jetzt schon bald 30 Jahre. Und ich wundere mich immer, das passiert regelmäßig so, wenn Sie einen Manager oder einen Wirtschaftspolitiker fragen, sagen Sie mal, wie gehen Sie mit Ihrer Macht um? Dann können Sie, sollten Sie nicht tun, Gift draufnehmen, aber er wird auf jeden Fall sagen, Macht ist für mich keine Kategorie. Also die Machthaber leugnen die Macht, vermutlich aus gutem Grund, da können wir nachher drüber reden. Sie sagen dann, ich möchte gestalten, ich möchte Verantwortung übernehmen, also eher so moralisches Zeug, aber Macht ist keine Kategorie. Es gibt eine kleine, ich finde sie zumindest für Journalisten großartige Schrift von Sigmund Freud über die Verneinung. Und der Clou dieser Freudschen Schrift über die Verneinung heißt einfach, sie können das Nein in aller Regel streichen. Das heißt also, wenn jemand sagt, Macht ist für mich keine Kategorie, dann ist der manifeste Aussage und der latente Gehalt dieses Satzes ist, Macht ist eine Kategorie, aber ich werde das nie zugeben. Also das ist das, mein Ausgangspunkt, der eigentlich immer geblieben ist. Wie kommt es, dass der Machthaber die Macht leugnet? Und ich vermute, das ist nichts Neues, sondern das war immer schon so. Das steckt irgendwo dahinter. Und dann als zweites noch für die Frage, warum eigentlich jetzt ein Buch über die Macht? Man schaut sich um, Sie haben das auch schon angedeutet, die Herren, die Macht zurzeit sind, alles Herren, genau, Theresa May habe ich genannt, aber die Herren sind die problematischeren, die heißen Erdogan, Orban, Kaczynski, Trump und so weiter. Merkel ist besonders interessant dabei, aber diese Herren neigen dazu, Macht anders zu definieren, Macht zu monopolisieren und insofern kann man auch von der politischen Neukonstellation, denke ich, über Macht nachdenken. Der zweite Punkt, was ist die Macht? Da würde ich vorschlagen, sagen wir mal, um jetzt nicht hier zu angeberisch zu sein, nach kursorischer Lektüre der unendlichen Machttheorien von Hannah Arendt über Foucault bis Luhmann und zu Machiavelli zurück. Das schönste, beste, klassischste nach wie vor, Max Weber, ich nehme an, Sie kennen sie, aber einmal muss es fallen. Macht bedeutet jene Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleich viel, worauf diese Chance beruht. Das also der Klassiker und aus meiner Sicht allen Foucaults und Luhmanns überlegen. Ein Beispiel dafür, nicht von mir, sondern von dem Kollegen Jürgen Kaube, ich weiß gar nicht, wo der es her hat. Also wie muss man sich das vorstellen, diesen Max Weber? Und ich finde, die Szene da kann man sich dran vorstellen, stellen sich eine bürgerliche Abendgesellschaft vor. Man hat für 7:30 eingeladen, die Gäste trudeln so langsam ein und das Kind, lassen wir es vielleicht 5, 6 oder so sein, 4, irgendwie so, will partout nicht zu Bett gehen. Es gab die Deals, du darfst noch da bleiben, bis die Gäste da sind, aber dann musst du ins Bett gehen. Kind wird so, ist natürlich übermüdet jetzt und will auf keinen Fall, legt sich auf den Boden und das kann man sich jetzt in beliebiger Dramatik vorstellen.
vorstellen und es werden eben Versprechungen gemacht, was man da noch für Filme angucken darf und alles fruchtet nicht. Und dann, so geht die Geschichte und also irgendwo scheint sie ursprünglich aus einem angelsächsischen Sprachraum, da ist sehr wichtig, dann der Vater hebt die Stimme. Der Vater hebt die Stimme und sagt, you go to bed, I will convince you later. Finde ich, ist sozusagen die Szene in Nutze von Max Weber, denn es gibt eben Max Weber eine soziale Beziehung, die in dem Fall die Vater-Sohn-Beziehung ist. Dann ist ein Wille da, you go to bed, vor jeglicher Rationalität. Also oder so, Rationalität wird jetzt ist Schluss mit Argumentieren. Wir haben vorher argumentiert, können nachher wieder, jetzt ist Schluss. Und jetzt ist allerdings das Problem, und das steht ja da auch, gegen den eigenen Willen, gegen Widerstreben durchzusetzen. Jetzt muss der Vater liefern. Es ist nach Max Weber nur eine Chance. Zuckt er zurück, macht der Sohn weiter Theater, wird der Vater zum Schlappschwanz. Also Macht sieht man da schon, ist ein riskantes Geschäft. Ob die Sache gut geht, wissen wir nicht in der Theorie von Max Weber, aber auch in dieser Abendszene nicht. Ich bin beim dritten Punkt, der heißt typische Machtverläufe. Dem habe ich im Buch relativ viel Buchstaben gewidmet. Ich mache es hier aber etwas kürzer. Nie sind wir so mächtig wie zum Zeitpunkt, wenn wir die Macht noch nicht haben. Das klingt ein bisschen paradox und so ist es auch gemeint. Selbstüberschätzung ist für den Aufstieg zur Macht eine notwendige Voraussetzung. Also wer die Skrupulösen, sagen wir auch die Realistischen, die sagen, warum ich, warum nicht die anderen und wer weiß, ob die anderen, die sollten es bleiben lassen, die Sache wird nicht gut ausgehen. Selbstüberschätzung ist notwendige Voraussetzung, da aber allen verhaltensökonomischen Studien zufolge die meisten Menschen keinen Mangel an Selbstüberschätzung haben, gibt es eben doch auch so viele, die an die Macht wollen. Notwendige Voraussetzung, um den Testosteronausstoß zu initialisieren. Auch das ist mittlerweile breit hirnphysiologisch untersucht. Testosteron ist ein vor allem männliches Sexualhormon, das beim Aufstieg zur Macht unbedingt nötig ist. Wir haben am Sonntag bei uns in der Zeitung nochmal den Aufstieg von Christian Lindner rekonstruiert und da kann man das, glaube ich, sehr eindeutig sehen. Hinzu kommen muss ein ordentlicher Schuss Empathie. Empathie ist so etwas Ähnliches wie die Loyalität. Soweit ich das sehe, dreht sich das gerade ein bisschen, na vielleicht in der Wissenschaft und im Populären auch. Empathie hat ja so eine wahnsinnige Modekarriere in den letzten Jahren gehabt und wurde über moralisiert, aus meiner Sicht, und so kann man es jetzt aber doch auch lesen, zu Unrecht. Empathie ist neutral und wird natürlich, muss benutzt werden als egoistische Begabung, die hilft, sich in andere einzufühlen, also in Kunden, in Wähler, weil wenn sie sich nicht einfühlen können in diejenigen, die ihnen die Macht verleihen, auch dann können sie sich gleich bleiben lassen. Der Ausdruck Machtergreifung führt in die falsche Richtung. Und selbst da, wo er nun prominent herkommt, bei Hitler war es eben auch keine Machtergreifung, sondern es war bekanntlich eine Wahl gewesen. Also man muss sich einfühlen auf dem Weg. Man muss Macht zugeteilt bekommen. Man kann die Macht nicht einfach ergreifen. Der Höhepunkt der Macht, auch im, wie soll man sagen, im Selbstgefühl, im Lustgefühl, ist der Tag, wo man sie errungen hat. Das ist der Tag des größten Triumphes. In Frankfurt gab es gerade jetzt läuft immer noch eine grandiose Inszenierung von Shakespeares Richard III. Da wird es durchdramatisiert. Und was passiert danach? Hat man die Macht einmal errungen?
geht es von da an bergab. Nicht zuletzt, weil die Empathie nachlässt und die Selbstüberschätzung in Hochmut und Überheblichkeit umschlägt. Hochmut kommt bekanntlich vor dem Fall. Fortuna braucht man. Fortuna ist aber ein unberechenbares Weib, deren Rad sich unaufhörlich weiter dreht. Auf dem Weg von Bernd Lucke über Frauke Petri bis zu Alexander Gauland sieht man diesen Prozess mustergültig. Frauke Petri, die es nun wirklich, super anschaulich zum Nachmachen vorgeführt hat, wie man an die Macht kommt, indem man den Machthaber rauskatapultiert mit Bernd Lucke. Es ist ihr exakt, es ist eine exakte Wiederholungsgeschichte, wie es ihr passiert ist mit Gauland. Ausnahmegestalten halten sich länger auf dem Plateau der Macht und über Angela Merkel habe ich schon geredet. Angela Merkel ist unter Machtgesichtspunkten eine der schwierigsten Personen. Ich würde jedenfalls behaupten, das ist auch nicht das Ziel meines Buches, aber ihr gerecht zu werden unter Machtgesichtspunkten. Sie macht vieles anders, was eigentlich nach Machiavelli hätte anders gehen können. Sie hat allerdings auch vieles richtig gemacht und ihren Machiavelli verinnerlicht, meuchle alle Rivalen, auch die dir beim Aufstieg geholfen haben, lasse Diadochenprätendenten erst gar nicht hochkommen. Aber ich denke, seit der letzten Wahl ist alles ein bisschen anders. Die dreiste Leugnung des Machtverlustes am Wahlabend könnte sich rächen. Vielleicht ist das aber auch gerade geschickt, auch wieder so eine Sache. Vielleicht können wir hinterher auch ein bisschen drüber reden, ohne es jetzt zu sehr tagespolitisieren. Aber die Nachfolgedebatte ist im Gang. Vielleicht noch zur Frage und nochmal aufs Management bezogen. Fritz Simon, Psychoanalytiker, der ein schönes Buch geschrieben hat mit dem schönen Titel »Gemeinsam sind wir blöd« zur Intelligenz von Unternehmen, Managern und Märkten, sagt, also das ist jetzt quasi die psychoanalytisch-psychologische Wendung, Macht zu haben ist nichts an sich Schlechtes, dazu sage ich gleich noch was. Allerdings muss man über einen gewissen Narzissmus verfügen. Das hängt wahrscheinlich mit der Selbstüberschätzung zusammen, um sich so eine Aufgabe zuzumuten. Diese Menschen stehen dauerhaft unter Beobachtung, das weiß man ja, das habe ich ja auch schon die ganze Zeit über Merkel und sie haben auch alle ihre Beobachtungen und Winterkorn etc. Sie müssen stabil genug in ihrem Selbstwertgefühl sein, um den Applaus zu genießen, denkt man, das ist ja das Einfachste, ist es glaube ich gar nicht, und aber auch heftige Kritik aushalten können. Und noch einmal, die Selbstüberzeugtheit wäre auch Selbstüberschätzung also, ist ja ambivalent, sie ist abhängig von der permanenten Bestätigung durch andere. Der betreffende, mächtige, und dann sagt Simon dazu, mehr Männer als Frauen, folgt einem manchmal überhöhten Selbstideal, aber wenn das nicht bestätigt wird, dann kann er in ein tiefes Loch fallen. Es gibt eine Versuchreportage über Winterkorn nach dem Fall und das ist grauenhaft, man möchte es eigentlich so genau gar nicht wissen. Eine letzte Erklärung dazu, jetzt nochmal von Simon. Das finde ich wirklich hochinteressant. Frühe Kränkungen können zu der Vorstellung führen, euch werde ich es zeigen. Ich, Simon, habe oft Topmanager erlebt, die nicht gerade aus rosigen Verhältnissen stammten. Die haben dann oft solch eine Motivation. Wer hingegen schon als Säugling mit goldenen Löffeln gefüttert wurde, der braucht gar kein Topmanager zu werden, um sich großartig zu fühlen. Auch schön. Und wahrscheinlich geht ein solcher Mensch auch nicht in die Politik. Kränkungen jedenfalls sind eine starke Motivation für den beruflichen Aufstieg. Das kann man sich bei Donald Trump, und das habe ich im Buch ein bisschen auch beschrieben, kann man das dann wiederum mustergültig sehen. Es gab eine Schlüsselszene, wo Barack Obama ihn vor versammelter Mannschaft irgend so ein edler New Yorker Club zur Schnecke gemacht hat, niedergemacht hat, richtig sich in lächerlich gemacht hat. Und das muss, also jetzt würde man Simon folgen, eine Schlüssel, der kommt natürlich mehr dazu an narzisstischem Begabung bei Trump, aber das muss eine Schlüsselszene gewesen sein, aus Rache den niedermachen und es fiel
ging ihn da, und deswegen auch die Inauguration ist der Höhepunkt. Bei der Inauguration hat er ihn ja derart, das war ja so jämmerlich, wie Obama dann ohne irgendwas machen zu können abziehen musste. So, ich bin bei dem vorletzten Punkt. Das ist die These, die kann man schon bei John Locke lesen, insofern auch da überhaupt nichts Neues. Der Wille zur Macht bleibt uns erhalten, weil er ein Trieb der menschlichen Natur ist. Da kann man sozusagen, dahinter gibt es nichts mehr. Also hat Locke recht, dann können wir machen, was wir wollen, Utopien der Machtlosigkeit uns überlegen und sonstige Paradiese der Kommunikationsgemeinschaft. Wir werden den Willen zur Macht nicht loswerden, es sei denn, wir werden die Menschen los. Also der Drang, Macht zu erringen, ist Triebfeder des zivilisatorischen Fortschritts. Das ist ein Tick positiver noch, Lob der Macht eben. Der Wille zur Macht ist Leistungsansporn und Lustgewinn. Der Wille zur Macht produziert Ungleichheit. Herr Knecht, Koch-Kellner-Verhältnisse, ist so mit Ursprung von Wettbewerb und Neid und der fortwährenden Lust, die Mächtigen vom Thron zu stoßen. Macht, und jetzt nehme ich aber das Lob natürlich wieder ein bisschen zurück, weil es soll jetzt ja nicht so ein Vulgär-Machiavellianismus sein. Macht ist zu loben, solange sie bestreitbar ist. Auch das ist keine ganz originelle These. Wettbewerb politisch, wirtschaftlich, Balance of Power ist das beste und wünschenswerteste Entmachtungsverfahren. Man kann die ökonomische Wettbewerbstheorie, finde ich, auch auf den Markt der Macht übersetzen. Deswegen sind, ich habe es schon angedeutet, die Tendenzen zur Monopolisierung der Macht, Türkei, USA, Ungarn, Polen, so gefährlich. Monopolisierung der Macht ist eine der schlimmsten Arten des Missbrauchs der Macht. Insofern, wenn Sie so wollen, ist die These Lob der Macht auf einer zweiten Ebene natürlich nicht ein naives Lob der Macht, sondern es ist ein Lob der Bestreitbarkeit der Macht. Das ist dann allerdings nicht mehr ganz so originell, ich gebe es offen zu. Der letzte Punkt, der dreht sich jetzt, wenn Sie mir noch 5 Minuten geben, um das Thema Macht und Moral. Dieser letzte Punkt steht unter dem Zitat von Lord Dobbs, dem Erfinder der Serie House of Cards, die Ereignisse der letzten Wochen auch nochmal in ganz neues Licht gekommen. Und Lord Dobbs sagt auf die Frage, ob denn seine Serie zeigt, dass die Menschen sich jetzt doch nicht so unpolitisch sind und nicht politikverdrossen sind, dann sagt Dobbs, Politik und Wirtschaft sind dann interessant, wenn es nicht um Politik und Wirtschaft geht, sondern um die großen Themen Macht, Neid, Sex und Moral. Also das zur Überschrift dieses letzten Punktes. Und ich denke, es sieht so aus, als müssten wir uns Harvey Weinstein als einen mächtigen Mann vorstellen. Das hat sich jetzt ja rumgesprochen. Er ist legendärer Filmproduzent in Hollywood, Chef von Miramax und Weinstein Company, war ein großer Mann in Hollywood, kam kurz vor Steven Spielberg und kurz nach dem lieben Gott. Was dann passiert ist, wissen Sie, Weinstein wurde nach den Geschichten der New York Times und vor allem der großartigen Geschichte im New Yorker von Ronan Farrow, dem Sohn von Mia Farrow und Woody Allen, auf der Stelle aus seinem eigenen Unternehmen rausgeschmissen, fristlos entlassen. Und er wird zitiert mit den Worten, er müsse jetzt eine Auszeit nehmen, Zitat, um so ein bisschen Vergessenheit gekommen, um seinen Dämon in den Griff zu bekommen. Was folgt daraus? Erstens, Lord Dobbs hat recht, es gibt eine große Nähe zwischen Macht, Sex, Geld und Erfolg. Zweitens, Macht wird über Jahre nicht thematisiert. Man sieht sie nicht, obwohl sie da ist und alle wissen, dass sie da ist, aber sie kamufliert sich einerseits als Loyalität, darüber hatte ich schon geredet, und natürlich erfüllt sie voll die Theorie des offenen Geheimnisses, über die ich vorher auch geredet hatte. Alle wissen es irgendwie, aber es ist verboten, das Geheimnis auszuplaudern. Weinstein hatte offenbar ein sehr ausgeklügeltes, infames System aus Loyalität, Belohnung und Scham der Opfer gesponnen, das ihm seine widerliche Macht sicherte.
Drittens, Weinstein selbst hat offenbar seine Macht diabolisch genossen, keine Frage. Er sieht sich aber selbst auch als Opfer einer Macht, von der er, wenn er von seinem Dämon spricht, wirklich Dämon, ein klassisches antikes Motiv, einem Trieb also. Und ich würde vorschlagen, dies nicht, aber da können wir auch drüber reden, nicht als billig psychologisierende Ausflucht, sozusagen, ich bin ja auch ein armes Opfer, zu deuten, sondern auf der manifesten Ebene als ehrlich anzusehen. So, ich finde, also man könnte jetzt ja fragen, wie man angesichts dieser Weinstein-Geschichte überhaupt ein Lob der Macht schreiben kann. Ich hoffe, dass Sie nach dem, was ich bislang gesagt habe, das ahnen, dass man es kann. Ich habe es ja auch gemacht vor der Weinstein-Geschichte und würde sagen, nur wer die hellen Seiten der Macht strahlen lässt, darüber habe ich ein bisschen geredet, wird die dunklen Seiten der Macht verstehen, oder noch einmal anders, wer Macht leugnet oder diabolisiert, und beides passiert ständig, auch das hatte ich gesagt, wird ihr erst recht hilflos ausgeliefert sein. Also es geht mir natürlich nicht um das allgemeine naive Lob aller Machtmenschen oder gar um die Legitimation des Machtmissbrauches, es geht um die Anerkennung der Macht gegen alle, die sie leugnen. Dabei ist, und auch das ist mir wichtig, der Übergang von hell nach dunkel, so lieb einem das wäre, nicht so gnostisch scharf konturiert, wie man es gern hätte. Noch einmal House of Cards, eben auch Kevin Spacey, Agnieszka Holland, eine polnische Filmemacherin, die bei einigen Folgen von House of Cards Regie führte, sagte in einem Making-of der Serie, es sei für sie außerordentlich verstörend, dass die Leute nachhaltig und mitfühlend Anteil am Schicksal böser Machtmenschen nehmen. Das tun sie eben bei Richard III. Schon, aber sie tun es eben auch bei Frank Underwood, der im Film eben der böseste Präsident von Amerika ist, den man sich vorstellen kann. Aber da fasziniert uns etwas. Auch darüber könnten wir nachdenken, was denn? Ich nenne hier vielleicht vorab nur eine Vermutung. Vieles spricht dafür, dass unsere Faszination für Schurken und Ekel so lange bestehen bleibt, solange solche Kotzbrocken hinreichend reich und erfolgreich sind. Geld und Status gewinnen unsere Aufmerksamkeit und zwingen uns in eine Abhängigkeit, auch von Bösewichten. Das sagt Jeffrey Pfeffer, ein Wirtschaftsprofessor, ich glaube aus Stanford, in einem wohlgemerkt wissenschaftlichen Aufsatz mit dem schönen Titel »Warum die Arschlöcher gewinnen«. Was sagt das über die Wirkung der Macht? Wenn wir ehrlich über uns sind, dann halte ich das für eine mindestens gleich spannende Frage wie die Beschreibung der Mächtigen. Es ist die Ambivalenz der Macht, die Erfahrung, dass sich Scheu und Schrecken vor Macht mit ihrer Bewunderung mischen. Und auch das ist etwas, was mich an dem Thema fasziniert. Die Moral kommt immer erst ins Spiel, wenn die Mächtigen ganz am Boden liegen. Dann kommen die Hashtag MeToo-Bewegungen mit voller Wucht und Moral ins Spiel. So, jetzt den allerletzten Punkt, eben zur Moral und um noch einmal auf den Machiavelli zurückzukommen. Die Geschichte geht kurz so, der Fürst, also der Mächtige, braucht Virtu, dass man mit Tugend, Tüchtigkeit, Fähigkeit übersetzen kann. Dazu kommt Fortuna, also die glücklichen Umstände, das Window of Opportunity, auf das man sich aber nicht besser nicht verlassen kann. Er soll, das hatte ich schon, es gibt zwei Dinge, auf die der Fürst, der Mächtige, immer aufpassen muss. Er muss auf jeden Fall vermeiden, nicht gehasst und nicht verachtet zu werden. Wie macht er das? Er braucht dazu Tugenden. Er braucht dazu die Moral, die er aber in den Dienst der Macht stellt. Tugenden sind klassische, die Machiavelli aus der antiken Rhetorik von Cicero bis wohin immer nimmt, die heißen, er soll weise, gerecht, couragiert, milde sein. So weit
wäre das alles noch ein Tugenddiskurs in völliger Reinheit im Dienste des Mächtigen. Und dann, und das finde ich großartig und damit würde ich dann eben gerne auch schließen, dann kippt es bei Machiavelli um, weil er sagt, die Tugendhaftigkeit selbst lebt in ständiger, nein, nicht Angst, in der ständigen Potentialität, selbst unmoralisch zu werden, jedenfalls dann, wenn man auf die Effekte achtet. Und das würde ich gerne zum Abschluss dann noch vorlesen. 17. Kapitel Machiavelli, indem ich zu den übrigen der oben genannten Eigenschaften komme, sage ich, dass jeder Fürst danach trachten muss, für milde und nicht für grausam gehalten zu werden, also tugendhaft. Doch muss er sich vorsehen, keinen falschen Gebrauch von der Milde zu machen. Cesare Borgia galt als grausam. Nichtsdestoweniger hat er durch seine Grausamkeit die Romagna geordnet und geeint, sowie dort Frieden und Ergebenheit wiederhergestellt. Bei genauer Betrachtung wird man feststellen, dass er so viel mehr Milde besaß, also dieser grausame Cesare Borgia, als das Volk von Florenz, das, um den Ruf der Grausamkeit zu entgehen, diese Florentiner haben sich für super moralisch gehalten, zuließ, also die Florentiner, dass Pistoia zerstört wurde. Einen Fürsten darf es daher nicht kümmern, der Grausamkeit bezichtigt zu werden, wenn er dadurch bei seinen Untertanen Einigkeit und Ergebenheit aufrecht erhält. Das heißt, Pistoia ist super berühmt, ist das Beispiel dafür, wo wir sehen, dass Grausamkeit in Tugendhaftigkeit bei den schlimmsten aller Grausamen Cesare Borgia umgibt und Tugendhaftigkeit um der Wahrung der Tugendhaftigkeit letztlich grausame Effekte hat. Oder noch einmal, und das ist dann wirklich der allerletzte Satz, Machiavelli, wenn man nämlich alles genau betrachtet, wird man finden, dass manche Eigenschaft, die den Anschein der Tugend hat, bei ihrer Verwirklichung seinen Untergang herbeiführt. Und dass manch andere, die den Anschein des Lasters hat, ihm bei ihrer Verwirklichung zu Sicherheit und Wohlbefinden verhilft. Das heißt, wenn man bei der Analyse der Macht ist, kommt man mit klassischer Tugendethik nicht sehr weit, um noch zum Ende eine kleine provokative These zu lassen. Ich danke Ihnen, dass Sie mir zugehört haben. Ja, lieber Herr Hank, vielen herzlichen Dank für die vielen anregenden Gedanken, die Sie uns präsentiert haben und mit denen wir uns jetzt auseinandersetzen können. Gerade der letzte Punkt wird wahrscheinlich bei meinen Mitarbeitern in meinem Team besonders gut angekommen sein. Da werden wir noch morgen drüber reden. Der erste, der nun aber die Gelegenheit hat, sich mit Ihren Gedanken auseinanderzusetzen, ist wie schon angekündigt Professor Ortmann. Bitte schön. Ja, das ist günstig, dass Sie mit dem Laster aufgehört haben und du damit angefangen hast, mit diesem Zitat von mir, dass Laster nützlich ist und dass es darauf ankommt. Da muss ich doch erwähnen, dass das in dem Buch in dem Kontext einer winzig kleinen Mandeville-Erörterung steht. Also das ist eine Beschreibung der Position von Mandeville und nicht von mir. Aber es ist ein günstiger Anfang gewesen und dass Sie damit aufgehört haben, ist auch außerordentlich günstig, denn ich wäre interessiert, was Sie dazu sagen, zu dieser Mandeville-Idee, die ja eigentlich in der liberalen, auch neoklassischen Ökonomie doch untergründig eigentlich zentral geblieben ist. Laster ist nicht so schlimm, weil der Markt, die Invisible Hand und so weiter, heilt das alles schon und führt zu einem gesamten Guten. Das hat Josef Vogel ja mal Eukodizee genannt, also eine Theodizee des Marktes. Und zu Theodizee hat Odo Marquardt ja mal gesagt, das ist die Entübelung, die Malitätsbonisierung der traurigen Tatsache, dass der liebe Gott, wenn es ihn denn gibt, so viel Elend in der Welt anrichtet, so viel Unglücke und Katastrophen. Und diese Art von ökonomischer Theorie scheint mir in der Tat, da bin ich eher auf Josef Vogels Seite, eine Entübelung, deswegen eine Theodizee des Marktes zu sein. Am Markt ist Verschiedenes schlecht,
Es gibt da Laster, aber es führt insgesamt zu etwas Gutem und deswegen ist das geheilt. Also das ist nicht meine Position, das ist eine Mandeville-Position, die aber natürlich über Hobbes und alle Stationen, die zum Teil schon erwähnt worden sind, hier eine Rolle spielen. Ich habe damit mal angefangen, weil ihr beide nun, einer hört mit dem Laster auf, der andere fängt damit an. Außerdem bin ich, Herr Hank, von Guido Möllering aufgehetzt worden, ja, dass wir hier ein bisschen streiten sollen. Also sonst schlafen uns die Leute ja auch ein da auf den billigen Plätzen. Aber gut, ich fange nun leider aber doch mit einigen zustimmenden Bemerkungen an. Das müssen Sie jetzt ertragen. Ihr Buch hätte eigentlich auch heißen können Kritik der Macht oder Ambivalenz der Macht oder sowas. Sie beginnen ja schon mit den schon von dir auch von Ihnen nochmal erwähnten Herrschaften wie Trump und Erdogan und Kaczynski und so weiter. Zum Glück erwähnen Sie auch am Anfang Amazon, Google, Facebook und so weiter. Also Organisationen, das ist ein Punkt, auf den ich auch mit ein paar kritischen Bemerkungen nochmal zurückkommen werde. Also da gibt es, in dem Buch gibt es jede Masse Stellen, wo es eigentlich eine Kritik der Macht gibt, die ich völlig teile. Bei Ihnen hat das sehr viel, Herr Hank, ja damit zu tun, dass Sie das verknüpfen mit der Figur des Monopols und der Monopolisierung. Das hat auch weitgehend meine Sympathie, wenngleich nicht ganz. Es ist mir etwas zu pauschal zu sagen, Monopole sind schlecht. Einer meiner Leib- und Magenökonomen ist Donald McCluskey, heute Deirdre. Okay. Als es noch war, hat er mal gesagt, gibt es eine Passage, wo er sagt, na, es gibt auch Konstellationen, wo Monopole zum Beispiel gegenüber Duopolen die bessere Wahl sind. Darauf will ich jetzt nicht eingehen. Im Kern bin ich damit ganz einverstanden und finde auch erfrischend klar, wieder die Marktmacht dieser Konzerne doch ganz klar kritisch beurteilt wird. Und nun bin ich vor allen Dingen aber einverstanden damit, wenn Sie sagen, Macht ist nicht per se was Böses oder Schlechtes. Das ist ganz klar und das rennt eigentlich, wenn ich über die Organisationstheorie hier spreche, ganz offene Türen ein. Meine Leute, auf die ich mich mal bezogen habe, waren Crozier und Friedberg, für die ist das klar. Nun hat das auch eine sprachliche Bewandtnis, das erwähnen Sie auch. Power und Pouvoir haben die Doppelbedeutung von Macht und Kraft, die es im Deutschen so nicht direkt hat. Manchmal auch, aber meistens nicht. Mit Macht meinen wir im Deutschen meistens Macht über Menschen und nicht Kraft, die Dinge, das nicht eigentlich das Vermögen, irgendwelche Dinge geritzt zu kriegen, geschafft zu kriegen. Da gibt es eine Zweideutigkeit schon sprachlicher Art. Und nun können wir uns hier ja darauf einigen, wir reden mal nur über Macht über Menschen und selbst da würde ich auch dafür sein zu sagen, da ist das auch nicht per se was Negatives, was Böses gar oder so etwas, sondern es ist eben ambivalent. Wie wir das unterscheiden, darauf komme ich noch zurück, da gibt es zwischen uns ein paar Unterschiede, aber an sich bin ich einverstanden und ich finde auch sehr starke Passagen in dem Buch. Sie haben das hier unter dem Titel Macht, wie hieß das? Ich habe mir das aufgeschrieben. Machtprozesse oder wie sich Macht entwickelt in Unternehmen dargestellt und gesagt, naja, bevor man sie hat, ist sie besonders wichtig und stark. Und wenn man sie, wenn die Inauguration stattgefunden hat, wenn man sie ergriffen hat, ab da geht's bergab so ungefähr. Also das ist eine Figur, die ich gut finde, die ich stark finde, die es in der Literatur auch stark gibt. Es gibt einen meiner Lieblingsautoren, John Elster, der das in Verbindung, also die Ohnmacht der Mächtigen, in Verbindung gebracht hat mit zwei Punkten besonders. Einen bin ich sicher, dass Sie den erwähnen, beim anderen weiß ich nicht genau. Der eine ist der Punkt, dass die Machtpositionen ungewollt Barrieren errichten, die sie vor den für sie wichtigen Informationen abschotten, sodass sie die immer nicht kriegen. Und das mag auch bei Herrn Winterkorn eine Rolle gespielt haben, darüber haben Sie ja einiges gesagt. Das waren ja übrigens auch Passagen, die Kritik der Macht hätten heißen können. Bei Elster gibt es da noch einen anderen Punkt, nämlich die Denkfigur, dass Macht Loyalität braucht, nicht nur auf Zwang und Gewalt gebaut sein kann. Und Loyalität ist ein Zustand, ein Elster-Zustand, wie ich das nenne, ein Zustand,
der wesentliche Nebenprodukt ist, den man nicht intendiert erreichen kann, ja, den man sogar dadurch, dass man ihn anstrebt, bewusste Mittel dafür einsetzt, verfehlt. Aus diesem Paradox kommt Macht nicht raus, aber das stärkt nur Ihre Idee von der Ohnmacht der Mächtigen. Also insofern gibt es hier einen weitgehenden Konsens, der nicht unwichtig ist. Und Sie haben ja Richard III. Angeführt, Winterkorn, im Buch noch Löscher, Mittelkorn und Mittelhoff und solche Personen, die diesem Prozess unterliegen. Nach dem Zeitpunkt der Machthöhepunkte geht es bergab. Ohnmacht der Mächtigen. So, nachdem ich das nun vorausgeschickt habe, will ich doch ein paar kritische Bemerkungen machen. Und mein Hauptpunkt oder zwei meiner Hauptpunkte sind das erste, ich glaube überhaupt nicht daran, aber ganz und gar nicht, dass Macht eine anthropologische Konstante ist. Ich glaube nicht mal, dass das Wichtige daran ist, dass der Wille zur Macht, die Intention, mächtig zu sein, die Gier nach Macht oder also etwas hier die relevanten Kategorien sind. Ich glaube das nicht. Ich glaube auch nicht, dass Nietzsche das gemeint hat. Es gibt in Ihrem Buch Passagen, wo Sie sagen, das ist einfach eine Wirklichkeit. Damit stimme ich überein. Das ist Nietzsche sehr nahe. Nietzsche sagt, Macht ist kein Werden, es ist kein Sein, es ist ein Pathos, ein Leid, ein Schicksal, das uns Menschen ereilt, kann man fast sagen. Das ist, und es hat ganz viele vielfältige Formen, die es annimmt. Und es ist ganz gewiss nicht so, das glaube ich nicht, dass der Versuch, Macht auf Natur zurückzubringen, der in Ihrem Buch eigentlich durchgängig der Fall ist, bis hin zu Schimpansen-Diskussionen und so weiter, erfolgreich sein kann. Das verbinde ich mit einem zweiten Punkt. So gerne ich das gelesen habe, die Sachen mit dem Vorraum, Vorhof der Macht und den Hofschranzen und so weiter, mit Verlauf, das ist Biedermeier. Diese ganzen Sekretärinnen, Brüder, die da noch hilfreich sind, das ist natürlich alles, das gibt es alles, aber das sind nicht die relevanten Kategorien für mich, wenn ich über Macht nachdenke. Ich mache das an einem einzigen Beispiel, Sie haben den Dobbs immer zitiert mit diesem Macht und Sex und so. Ich glaube an einen Zusammenhang, wie Sie sagen, zwischen Macht und Geld allerdings. Aber nicht, weil wir nach Geld gieren oder nach Macht gieren als individuellem Trieb. Da würde ich eher als Max Weber, Crozier und Friedberg folgen. Die haben es etwas anders definiert. Das ist kompatibel mit Webers Definition. Macht ist die Kontrolle relevanter Ungewissheitszonen. Und Geld ist dasjenige Mittel, das diese Kontrolle erlaubt. Und das hat zunächst mal mit Intentionen, Trieben und von Menschen und so gar nicht sehr viel zu tun, sondern wenn ich reich bin, dann kontrolliere ich relevante Ungewissheitszonen von anderen Leuten. Ob ich das will oder nicht, ist da sekundär. Ich bestreite nicht, dass das auch eine Rolle spielt, wohlgemerkt, wenn man es nicht zu sehr von dem Handeln und von den Intentionen von Menschen abkoppeln. Aber ich glaube nicht, dass das der zentrale Punkt ist. Und das führt mich zu meinem nächsten Punkt, den ich kritisch sehe, was in diesem Buch nicht vorkommt oder bis auf diese ersten zitierten Hinweise auf Apple, Facebook etc. nicht vorkommt. Das ist die Frage, wo ist eigentlich Macht heute angesiedelt? Und das sind nicht die Hofschranzen, die Schwestern, die Sekretärin und auch nicht Frau Merkel, die andere meuchelt, sondern das sind Organisationen und Unternehmen. Da sind wir wahrscheinlich gar nicht anderer Meinung, das entnehme ich der Einleitung zu Ihrem Buch, aber es kommt in dem Buch eigentlich nicht vor. Und es ist aber zentral, dass wir als Einzelne, als individuelle Akteure nichts mehr zu melden haben im Wesentlichen, im Zustande der Moderne, in der wir uns im Moment befinden, sondern die relevanten, mächtigen Akteure der Moderne sind korporative Akteure. Und auch insofern reagiere ich etwas zögerlich und widerstrebend, wenn diese Machtdiskussion immer um machtgierige Menschen, um
um das Machtstreben von Individuen und um den Willen zur Macht in diesem Sinne gehen. Und ein letzter Punkt, den ich noch machen möchte, ist, Sie sagen, Macht ist gut, wenn sie bestreitbar ist. Und das, mit Verlaub, ist mir zu wenig. Sie sagen übrigens gleichzeitig in dem Buch, zu Recht, Macht ist immer bestreitbar. Wenn wir diese beiden Aussagen natürlich gegen das, was Sie damit meinen, zusammenziehen, dann müssten Sie sagen, Macht ist immer gut. Denn sie ist ja immer bestreitbar. Nein, Macht wird nicht gut, wenn und weil sie bestreitbar wird, sondern sie ist bestreitbar, weil und soweit sie nicht gut ist. Bestreitbar ist sie immer. Aber sie ist, solange sie schlecht ist und noch nicht abgeschafft ist, nicht dadurch gut, dass sie bestreitbar ist. Das ist meines Erachtens nicht genug. Ich würde dem entgegensetzen, Macht ist, ich riskiere das mal, ich weiß nicht, ob ich das morgen noch halten würde, ehrlich gesagt. Macht ist gut, wenn sie sich Selbstbeschränkungen auferlegt gegenüber dem Anspruch des anderen. Und da kommen wir nun allerdings zu Moral. Und da kommen wir allerdings zu der Frage, dass wir einen Schleichweg hier auf keinen Fall mitgehen sollten. Und das ist die übliche Art und Weise, über Moral zu handeln, die fast immer und auch in Ihrem Buch unter dem Stichwort Moralisierung läuft. Wenn es unter das Stichwort Moralisierung gestellt wird, dann sind wir auf einem leichten Gelände, dann sind wir bei moralinsauren Menschen und da wissen wir alle, das ist irgendwie doof. Moral ist aber wichtig. Und ich bin da deswegen etwas schroffer, weil ich das von den, das sind nicht Sie, ja, das, aber von den Systemtheoretikern zum Teil kenne, die dann immer schnell bei der Hand sind mit so Moral, das ist eine veraltete Kategorie und Wilke und solche Leute, die interessanterweise sich immer moralisch darüber empören, dass Leute moralisch sprechen, dies nur nebenbei. Aber der Zusammenhang, den ich hier versuche herzustellen, ist, glaube ich, elementar und unabweisbar und auch er kommt an einer Stelle irgendwo in einem Buch vor, in Ihrem Buch vor. Ich habe das notiert und finde das aber wahrscheinlich jetzt auf meinen Zettel nicht, wo Sie sagen, den anderen als anderen zu respektieren. Und das in der Tat hat was mit Moralität in hohem Maße zu tun und das ist unheimlich wichtig. Und da sind die Stellen, an denen sich, sagen wir mal, die Unterscheidungen triftig machen lassen zwischen einer Macht, die wir kritisieren können und einer Macht, die wir nicht kritisieren müssen. Da würde ich so weit gehen zu sagen, auch Habermas, da werden wir wahrscheinlich wieder Einigkeiten punktuell erzielen. Der zwanglose Zwang des besseren Arguments. Naja, die Macht, wir müssen davon reden, wer sie ausübt. Da müssen wir schon über Akteure reden. Es übt sich jemand aus. Und auch den zwanglosen Zwang des besseren Arguments von Habermas übt jemand aus. Und übrigens vor allen Dingen Habermas. Und da bin ich nicht ganz sicher, ob er sich da nicht in ziemliche, er würde sagen, performative Selbst... Aber gut. Also das ist mein Hauptpunkt. Es ist mir zu viel über Individuen, über ihre Triebe und zu wenig von Organisationen die Rede gewesen. Und noch einmal, Moral machen wir nicht deswegen zu was Minderem, weil wir dann immer nur über Moralisierung sprechen. Das war es, was ich sagen wollte. Schönen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank auch an dich, Günther. Und Herr Hank hat jetzt natürlich gleich die Gelegenheit zu reagieren. Sie können allerdings jetzt sitzen bleiben. Anschließend werden wir die Diskussion für alle öffnen. Ja, Herr Ortmann, bedanke mich für diese freundliche Diskussionsposition, die immer frecher wurde und insofern dann ich bin praktisch genötigt mich worden. Auch immer mehr innerlich noch ein bisschen selber wieder in Bewegung brachte. Ich will jetzt nicht irgendwie zu allem was sagen, weil ich auch gespannt bin, was Sie meinen. Konzentriere mich erstens auf das Thema Macht, Trieb und Natur oder nicht, was Sie gesagt haben, bestreite ich.
Zweitens auf Ihre Kritik, hat so viel so Populistisches über mächtige Männer geschrieben und die wahre Macht eigentlich übersehen. Und drittens dann doch nochmal zu Macht, Moral und Wettbewerb. Also da, zum Ersten, da würde ich sagen, wie komme ich dazu zu sagen, Macht ist ein Trieb, der anthropologisch zu uns gehört. Das Trivialste, Sie können lesen, was Sie wollen von den frühen, vom Alten Testament bis Juli C. Und es geht einfach immer um Macht. Sie ist einfach immer da. Da kann man schon mal die Vermutung haben, dass es mit anthropologischen Naturgesetzen was zu tun hat. Dass die anderen Dinge, die sind einfach angelesen. Das ist ja ohnehin immer viel, was man bei anderen gelesen hat, was in so ein Buch reinkommt. Das eine ist tatsächlich die Anthropologie im Sinn der Primatenforschung. Ich habe ordentlich viel Franz de Waal gelesen und da können Sie sehen, wie diese Schimpansen miteinander umgehen und es geht nur um Geld, noch nicht so richtig, aber um Macht und Sex. Also da, ja, und das ist ja seine große Stärke, die ganze Zivilisation abzukratzen und dann verhalten wir uns eben, Gottlob, nicht so, aber es ist irgendwo im Kern noch da. Ich weiß schon, dass die Wissenschaft das auch immer diskutiert. Wir haben aber die immer weniger, aber da bin ich na absoluter Laie, Theoretiker, die sagen, ursprünglich war es irgendwie eine gute Welt, wo wir alle nur in der Freundlichkeit der Gabe gelebt haben und dann kam der böse Markt und noch so ein paar böse Sachen und dann kam die Macht auch ins Spiel. Da leuchtet mir der Franz de Waal mehr ein und es wird unterstützt tatsächlich von dem, was die Hirnforschung, die man ja heutzutage sich auch immer dann angucken sollte, sagte, da ist es tatsächlich auch, wie soll man sagen, natural, organisch unterlegt. Es gibt einen ganz wunderbaren TED-Vortrag von einer Forscherin, die heißt Amy Cuddy. Wenn man das eingibt, dann kriegt man das auch und der Vortrag läuft unter der Überschrift Power Poses, also über Posen der Macht. Und die macht folgende Untersuchungen. Ich glaube, es geht um Bewerbungsgespräche. Wenn einer, der sagt, ich kriege den Job ohnehin nicht und traut sich auch nichts zu und dann sitzt er da mit hängenden Schultern und kriegt keinen richtigen Satz raus. Und das wird unterstützt im Kopf mit Cortisolausstoß, also mit entsprechenden Verstärkungen nicht Depression, aber zumindest der Wertlosigkeit. Und die anderen, eben dann vorwiegend Männer, und wenn die Typen dazu gar die schon gleich sagen, also ich bin außer mir, findet er überhaupt keinen für diesen Job und ich bin der Geeignete, ist es entsprechend dann mit Testosteron unterfüttert. Das ist noch die triviale These. Und dann hat sie folgende Untersuchungen gemacht. Sie trainiert dann die Leute oder in ihrem Forschungsgruppe trainiert die Leute und sagt, jetzt lasst mal nicht so die Schultern hängen, sondern verstellt euch, sagt die sogar, verstellt euch richtig. Und entsprechend passiert also eine Gegenwirkung. Wer trainiert entsprechend andere Posen, produziert auch entsprechend andere Hormonausschüttungen im Kopf. Also es geht nach beiden Richtungen. Schauen Sie sich diesen TED, die gehen immer 18 Minuten oder 20 Minuten an, ist wirklich außerordentlich überzeugend, noch einmal, auch da bin ich der Laie, aber und wenn man da noch den John Locke dazu hat, dann finde ich, hat man doch quer durch die Fakultäten genügend Zeugen, die sagen, das ist eine anthropologische Konstante. Das Zweite, Herr Biedermeier hat mich ein bisschen, das geht jetzt nur dazwischen, hat mich ein bisschen gekränkt, mag sein, bei den Sekretärinnen und die Pfarrhaushälterinnen gibt es ja nicht mehr, aber so eine Type wie Kauder, das ist schon mehr als Biedermeier und tatsächlich, dass die FBI-Protokolle von Defeat Devices bei VW so viel Wert auf diese Herren Gottweiß und so und dass auch die Mächtigen in den Unternehmen auf solchen Hofstaat, wir kennen die ja als Journalisten immer, die kommen immer mit dann, wenn man dann ein Interview macht. Also ich glaube, das ist nicht Biedermeier, das ist moderne, also immer schon alte, aber auch moderne Wirtschaftswelt, die man jedenfalls als Journalist nicht unterschätzen sollte.
So, dann sagen Sie, da haben Sie natürlich recht, dass das eigentlich die interessantere Macht ist, die Macht der Organisationen und nicht der Personen. Da würde ich Ihnen recht geben. Wenn Sie aber sagen, das hätte ich mich nicht mit beschäftigt, das ist jetzt die einzige eitle Replik, dann haben Sie das Buch nicht gelesen. Denn ich habe jetzt nochmal geguckt, in meinem eigenen Inhaltsverzeichnis, das Kapitel 6 heißt die Daten und das Kapitel 7 heißt das Geld. Und das geht von Seite 150 bis 219. Also sind 70 Seiten von insgesamt 240. Und dazwischen geht es auch um Götter und nicht nur um die Winterkorns. Also die beiden Kapitel sind der Versuch, das Datenkapitel ist der Versuch, die Machttheorie von Böhm-Bawerk auf die heutige Zeit anzuwenden. Und da wird es eher trockener, vielleicht haben Sie es deswegen auch nicht gelesen, aber eigentlich geht es da um das, was Sie das Interessantere finden, insbesondere auch die Macht des Geldes. Und in der Macht des Geldes versuche ich jedenfalls auch zumindest darüber zu schreiben, dass die beängstigende Macht des Geldes eben nicht die 19 Millionen von Winterkorn sind, sondern die große Macht, die die ETFs haben. Eine Debatte, die jetzt gerade erst angefangen hat, die eigentlich passive Fonds sind, aber in Wirklichkeit natürlich überall drinstecken. Und da wir Journalisten und Sie vermutlich auch Ihr ganzes Geld diesen MSCI-ETFs geben, werden die immer mächtiger. Also, und da wird es tatsächlich eine ganz andere, spannende, längst nur auch von mir nur angekratzte Debatte über die Macht. Also ich stimme Ihnen zu, mir das aber vorzuwerfen, kränkt mich ein bisschen, weil es sind 70 Seiten zu diesem Thema. Ich glaube allerdings, das glaube ich nicht, so weit würde ich nicht gehen, dass damit die menschliche Möglichkeit der Subjektivität oder so entwertet ist. Das habe ich bei Ihnen so rausgehört. Das ist eine These, die auch eine andere Kränkung. Der Mensch, der den Wirtschaftsbuchpreis dann bekommen hat, ich habe ihn nicht bekommen, der Mensch, der ihn bekommen hat, ist Harari mit dem Buch Homo Deus, das natürlich wirklich ein grandioses Buch ist, der hat auch die These, dass mittlerweile eben die Algorithmen so perfekt sind, dass wir uns die Subjektivität schenken können. Ich will es nicht glauben, ich glaube es auch nicht, aber da ist die Auseinandersetzung zwischen quasi Macht des Subjekts, würde der deutsche Idealismus sagen, und Macht der Organisation, Macht des Geldes etc. Ja, jetzt dann doch nochmal zur Moral zum Schluss. Da bleibe ich stärker bei der schottischen Aufklärung und bei der Freiburger Schule. Schottische Aufklärung, was ist der Markt? Markt ist jene Institution, under which bad man can do least harm. Also, wir wissen, dass die Menschen alle möglichen, es sind Schufte, es sind Bösewichte, es sind Weinsteins und alles dabei. Das Arrangement des Marktes und dann wirklich ein Arrangement, das im Zweifel sogar mit staatlicher Intervention Wettbewerb sichert, ist das Beste, was wir haben, weil wir die menschliche Natur nicht verändern können. Wenn wir die menschliche Natur nicht verändern können, dann brauchen wir Institutionen. Auch da würde ich vermuten, würde McCloskey auch sofort zustimmen. Und diese Institutionen sichern das Machtmissbrauch, zu dem die Macht immer tendiert, auf Dauer sich nicht durchsetzt. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Hank. Ja, wir können auch gerne noch mal, ich sehe, sehr, sehr, so wie ich Günther kenne und da jetzt auch noch von Kränkungen die Rede ist, würde er natürlich gerne antworten. Aber wir werden formalistischer jetzt trotzdem, Kränkung. Das Publikum jetzt mal mit einbeziehen, wird höchste Zeit. Und von daher sind Sie jetzt herzlich eingeladen, Fragen zu stellen oder Kommentare zu machen. Herr Predat, ich habe Sie schon gesehen hier. Eine Bitte an alle, wir zeichnen ja heute diese Veranstaltung auf. Bitte warten Sie immer, bis das Mikro da ist und dann sind wir gespannt auf Ihre Fragen und Kommentare. Herr Predat, bitte. Ja, danke schön. Ich weiß nicht, hören Sie mich? Ich höre mich nicht. Geht es? Ja? Gut. Ja. Kommt der Ton an? Ich möchte eine Ergänzung, die Sie beide nicht erwähnt haben, Herr Ortmann, indirekt. Wenn man von Machiavelli anfängt, dann ist die Brücke zu heute, jetzt erstmal in der Politik, meiner Ansicht nach viel schwieriger, als man denkt. Obwohl der Mann ja immer so als Realist, also wenn wir die realistische Politik machen wollen, dann gucken wir uns den an und dann, wenn wir das nachmachen, dann werden wir auch realistisch. Er ist ein Fürstenberater, das heißt, er berät Könige und notfalls Tyrannen.
die haben wir heute nicht mehr. Das heißt, die Sache ist nicht übertragbar, weil wir heute nicht Herrschaftsberatung, sondern Politik haben. Und das, finde ich, hat eine begriffliche und damit konzeptionelle Konsequenz, dass wir wahrscheinlich von der Macht auf Einfluss übergehen müssen. Das heißt, wir müssen Einflusskategorien, die möglicherweise viel mächtiger sind als Machtkategorien, denn Macht hat einen großen Nachteil, sie muss ausgeübt werden. Und wenn sie dann versagt, hat derjenige versagt, dem es nicht gelingt, die Leute mit Terror oder sonst was zu überzeugen. Ich mache mal eine weichere Nummer, Trump. Trump ist genau, an dem kann man es genau studieren, der Mann will mit Macht mächtig sein, aber er hat keinen Einfluss. Das heißt, er kann den Senat, weder den Senat noch das andere Abgeordnetenhaus sozusagen arrangieren. Das heißt, er hat nicht den Einfluss über welche Leute auch, über welche Lobbys auch oder welche Gewehrsmänner und Frauen sozusagen die Reformen, die er mächtig durchsetzen will, zu arrangieren. Ne? Er droht mit der Macht, er muss mit der Macht drohen, weil er so einflusslos ist. Es könnte sein, dass er an Einflusslosigkeit scheitert und sozusagen nur per Dekret sein einziges Machtinstrument das durchsetzt. Merkel im Gegensatz ist möglicherweise eine ausgezeichnete Netzwerkerin, eine Einflussfrau. Ein virtuoses Einflussspiel braucht mit Macht gar nicht arbeiten. Das wäre meine Differenzierung. Ja, vielen Dank, Herr Hank. Sie hatten vor allen Dingen die Machiavelli und ähnliche Punkte angeführt. Ja, Da würde ich widersprechen mit dem Argument, dass es da um die Tyrannen geht und heute die guten Politiker da sind, um überspitzt, was Sie gesagt haben. Ich finde, das hat die politische Ökonomie abgeräumt. Die Vorstellung des benevolenten Diktators gibt es nicht. Ich finde, sehe jedenfalls strukturell keinen Unterschied zwischen den Mächtigen heute und den Mächtigen bei Machiavelli, zumal die ja so ambivalent sind in ihrer Funktion. Das Bild des Mächtigen hat sich nicht geändert zwischen Machiavelli und jetzt, es sei denn, man hängt der Illusion des benevolenten Diktators an. Und bei Trump würde ich anders beschreiben. Trump will natürlich irgendwie die absolute Macht haben, zumindest in seiner Rhetorik. Aber anders als in Ungarn, anders als in Polen, ist das amerikanische politische System im Sinne des Marktes, der Macht und der Bestreitbarkeit der Macht, der Balance of Power etc. und der Gewaltenteilung so stark, dass er mit seinem rhetorischen großmäuligen Dickkopf Kopf, Maul, also passt nicht ganz ins Bild, dagegen immer anstößt. Der würde es anders machen, aber er ist irgendwie dann wiederum doch auf eine gewisse Weise so zivilisiert, dass er die Gewaltenteilung und die Balance of Power respektiert, sonst hätte er alle Richter rausgeschmissen, sonst hätte er das Parlament etc. Also jedenfalls, ich kriege das in Anführungszeichen mein Weltbild rein und brauche nicht, das habe ich ohnehin gelassen, das wird viel gemacht, so zwischen Macht und Einfluss, Macht und Herrschaft und da kann man auch ewig lange Bücher und Lexikon. Mir hat das nicht so weitergeholfen. Ich glaube, man kommt mit dem Begriff der Macht relativ weit und braucht da nicht sich abgrenzen der andere. Aber so Begriffsphänomenologen machen das, also es ist nicht Sie, aber habe ich viel dazu, sind Sie das auch gut? Also ich habe mich über diese Begriffsphänomen, dann sind Sie das, ich habe mich da nicht so drauf eingelassen, weil es für mich nicht sehr hilfreich oder was halt nicht so hilfreich war als andere Dinge. Mhm. Also da muss ich schnell anschließen, wir können uns ja auch mal einig sein wieder. Also diese Unterscheidung aus alten Zeiten habe ich da was gegen diese Differenzierung von Macht und Einfluss, weil das früher ist das immer so gelaufen, auch Macht, das ist alles. Macht ist die negative Kategorie, Einfluss ist die weniger Kategorie. Die Banker, die Sie gelegentlich auch zitieren, haben immer gesagt, wir haben keine Macht, wir haben nur Einfluss. Das ist ideologisch hochbesetzt, deswegen schätze ich das nicht so. Auf der anderen Seite den Hinweis darauf, dass wir in anderen historischen Zeiten leben und dass da Macht eine ganz andere Rolle spielt zu Zeiten Machiavellis, das teile ich schon. Ich muss aber, es drängt mich doch, Ihnen einzuräumen, dass ja. Ich, also erstmal haben Sie ausgerechnet recht, ich sollte das jetzt nicht zugeben, aber das Kapitel über das Digitale habe ich nicht gelesen, weil ich schon dachte, ach, ich weiß schon, mit den Algorithmen, jetzt geht immer das Gleiche drin. Mit den Algorithmen hab los, ich nicht. Das hängt mir zum Halse raus. Habe ich nicht gelesen, weil Google ich die Zeit Facebook hatte. Nicht so dramatisch, aber ich gebe auch zu, ich bin in gewisser Weise über das Ziel hinausgeschossen und zwar allerdings aus einem Grunde, den ich doch zutiefst berechtigt finde, nämlich
Auch wenn wir über Finanzkrise und so weiter reden, bei Ihnen läuft das eben in letzter Instanz, und das meine ich mit Biedermeier, da meine ich jetzt nicht die Biedermeier als Historiker. Es ist eine zu kurz greifende Analyse dessen, was da läuft, wenn wir das doch in letzter Instanz immer auf die Geldgier und die Machtgier von Individuen zurückführen. Wir müssen organisationale Strukturen und Prozesse, das gilt übrigens auch für VW, es ist nicht das zentrale Problem bei VW, ist eigentlich aus meiner Sicht, nun bin ich aber Organisationstheoretiker und spreche da pro domo, ist nicht, dass Herr Winterkorn irgendwie ein fiese Möb ist oder Herrn Dingsbums, da hat er ihn da berät und so weiter, sondern das zentrale Problem ist, wie ist das Menschen möglich, dass da Leute in solchen Organisationen, Unternehmen Dinge tun, die sie persönlich wahrscheinlich gar nicht tun würden oder vielleicht sogar niemals tun würden, nur weil organisationale Strukturen und Kulturen da eine wahnsinnige Rolle spielen, die da einen nötigenden Effekt ausüben und einen legitimierenden Effekt und so weiter. Und das sind die zentralen Sachen, die bei VW eine Rolle gespielt haben und nicht die Psyche und der Machttrieb und der Wille zur Macht von Herrn Winterkorn. Das meine ich damit. Ja? Aber ich gebe Ihnen recht, ich habe das ein bisschen unfair hier dargestellt, das muss ich schon sagen. Okay. Es ist mir ärgerlich, dass mir das jetzt passiert ist. Danke. Das war es. Ja, prima. Obwohl ich noch... Aber gut. Ja. Ja, okay, ist da. Ja, Herr Hank, vielen Dank für Ihren interessanten Vortrag. Ich würde dann gerne doch mal auf das Datenkapitel eingehen, wenn Sie das schon nicht machen. Und meine Frage da ist eigentlich zweiteilig, aber lässt sich alles zurückführen auf den Empathie-Aspekt, den Sie auch gerade genannt hatten, der, meinten Sie ja gerade, so wichtig ist für die Macht. Jetzt ist meine Frage einerseits, wenn wir davon ausgehen können, dass Algorithmen immer mächtiger werden, die bis jetzt aber noch kein empathisches Vermögen haben, wie Sie da so den Zusammenhang mit Empathie sehen. Und zweitens finde ich ja persönlich Unternehmen wie Google nicht sehr empathisch und auch nicht, wie die mit meinen Daten umgehen. Und ja, auch da wollte ich Sie fragen, wie Sie da den Empathiefaktor eigentlich einordnen würden, ob das dann wirklich so ein nötiger Aspekt der Macht ist. Ich weiß nicht genau, ob ich es gut verstanden habe, aber ich würde ja das als einen Vorteil ansehen. Die Gefahr oder die Gefahr, die, wie soll man sagen, Verängstigungstheoretiker immer sehen, eben auch Harari und aber eben der sehr bewunderte, aber darin doch auch, ich habe das nie geteilt, Frank Schirmacher, der vor 3 Jahren verstorbene Herausgeber der FAZ, der diesen Form der Bedrohung immer sehr deutlich gemacht hat, da kommen die Algorithmen, die nehmen das alles in die Hand und dann können wir kapitulieren. Da würde ich sagen, dann sind wir doch froh, dass wir die Fähigkeit der Empathie haben, was vermutlich eben kein Algorithmus hinbekommen wird, was vermutlich auch die Theoretiker der künstlichen Intelligenz noch eine Weile brauchen, bis sie künstliche Intelligenz mit Empathie. Also solange wir, wie funktioniert Empathie über diese Spiegelneuronen, dass wir uns irgendwie sozusagen simulierend in den anderen hineinversetzen, das sind alles Fähigkeiten, die letztlich natürlich enden am Selbstbewusstsein, dass ich mich meiner selbst bewusst bin. Das bleibt die menschliche Krone der Schöpfung, die uns kein, da wird es eher so ein bisschen philosophisch dann nochmal, die uns kein Algorithmus abnehmen kann, und das ist doch menschliche Stärke und nicht menschliche Schwäche. Ist doch menschlich, also Empathie würde dann menschliche Überlegenheit sein gegen die Algorithmen, vor denen wir uns aus meiner Sicht zu sehr in die Hose machen. Ich habe noch eine Wortmeldung hier auf dieser Seite, die soll ja auch nicht zu kurz kommen, und die würde ich gerne noch aufnehmen. Wenn Sie sich noch mal kurz melden, dann, ja, dann kommt das Mikro an die richtige Stelle. Sehr schön. Ja, ich habe mich angespornt gefühlt durch Ihren letzten Beitrag. Es waren ja nicht die Panama Papers, es waren ja die Paradise Papers. Da hatte ich Ihren letzten Artikel dazu gelesen und darunter gab es einen sehr guten Kommentar. Da geht es ja eigentlich nicht um legal und illegal, sondern legal und illegitim.
Da hat ein Kommentator geschrieben, nach der Argumentation von Ihnen müsste man den Völkermord auch nicht weiter verwerflich finden, weil vor 1948 es keine entsprechende Rechtsvorschrift dafür gab. Und alle, die sich dagegen ausgesprochen haben, als Populisten betitelt wurden. Ja, das, geil, also das können wir jetzt lange fragen, aber das fand ich ein polemisches Argument, das man machen kann, das es aber überzogen hat. Natürlich würde ich das nicht tun, und ich könnte genügend auch Moral, also da hatten Sie ja recht, ich würde den Unterschied zwischen Moral und Moralisieren machen und natürlich nicht keinen Völkermord und nicht Nazis und nichts davon legitimieren. Also das habe ich nur aufgenommen wahrgenommen als in diesem Kampf um diesen Artikel. Aber dafür müssten wir jetzt da weiter ins Detail gehen, was, glaube ich, nicht, wir müssen nicht drücken, aber nicht wirklich im Zentrum jetzt der Macht, des Machtgespräches hier ist. Ja, dann kann man aber, darf ich noch kurz was anfügen? Kurz, ja. Aber das gleiche Machtverhältnis kann man ja dann auch bei anderen Sachen anfügen. Die Herrschaft des Mannes über die Frau oder früher in Amerika, schwarz war aus weiß und so weiter. Das sind ja auch Machtausübungen die jahrhundertelang ausgeübt wurde und heute auch nicht mehr stattfindet. Darf ich vielleicht eine Bemerkung dazu machen? Ich vermute nicht, dass Sie Herrn Hanke unterstellen wollen, dass er für Völkermord ist oder Nein. für die Verbrechen der Nationalsozialisten oder für das, was in der Sklavenwirtschaft geschehen ist. Mir geht es um die Moral. Können wir uns darauf einigen, dass das selbstverständlich ist, dann ist das ausgeräumt. Aber Ihr Argument zielt natürlich auf die Struktur des Ihres Argumentes. Mhm. Und da ist natürlich der Punkt, dass Sie alles, was jenseits von Legalität sich bewegt, eine gewisse Tendenz haben, unter dem Stichwort Moralisierung abzuwerten. Und das, so verstehe ich das Argument, es ist vielleicht zu drastisch, diese Beispiele zu wählen, aber das ist die Logik Ihres Argumentes ist damit schon auf den Punkt gebracht. Das ist die eine Bemerkung, die ich dazu machen möchte. Und die andere ist eine inhaltliche, nicht eine logische. Also in Sachen der Dinge, die große Unternehmen in den letzten 20, 30 Jahren uns beschert haben, von zu großer Rigidität und der Moralisierung zu sprechen, da sind sie in einem anderen Film gewesen als ich, muss ich sagen. Korruption bei Siemens, die diversen Korruptionsskandale bei VW, Cum-Ex-Deals habe ich angesprochen, die Steuerhinterziehung, die Aggressive Tax Planning von Google, Apple und so weiter und so weiter. Da ist das Problem nicht, dass das zu wenig moralisch beurteilt wird, sondern dass die moralische Beurteilung von diesen Dingen nahezu durch Abwesenheit glänzt, wenn wir mal davon absehen, dass im Feuilleton da ein bisschen kritisch drüber berichtet wird. Die Politik macht da fast überhaupt nichts. Und das ist der eigentliche Skandal. Das ist natürlich unter rechtlichen Gesichtspunkten. Ich sehe mit Interesse den Rechtsprozessen in Sachen Cum-Ex-Deals. Die Anwaltskanzleien reiben sich ja schon die Hände, was für wunderbare Prozesse sie darüber führen können, weil das Gesetzeslücken sind und wahrscheinlich die meisten Prozesse ausgehen wie das Hornberger Schießen. Aber dass das trotzdem ein skandalöser Zustand ist, in dem sich die Gesellschaft in dieser Hinsicht beschäftigt, ich glaube gar nicht, dass Sie das anders sehen. Sie haben ja selber Google, Apple und so weiter erwähnt. Das ist der Fall, obwohl das mit Kriterien der Legalität nicht zu erfassen ist. Das wollte ich schon noch loswerden. Vielen Dank. Herr Hank, noch ein... Ja, zwei Bemerkungen. Und vielleicht auch noch, damit wir zum Schluss kommen können, langsam, wenn Sie noch darauf reagieren möchten und noch allgemein ein Schlussstatement, dann wäre das ganz wunderbar. Ja, ich kann das zusammenfügen. Meine Angst bei der Legitimität ist, dass ich hinter der Chiffre der Legitimität nichts anderes als die Beliebigkeit des Zeitgeistes verbirgt, der dann keine weiteren
Kriterien mehr hat. Die Legalität hat den Vorteil, auch wenn man als legalistisch dann kritisiert wird, dass man in irgendwelchen niedergelegten Gesetzestexten es nachlesen kann und nicht einfach nur das, sage ich bewusst, gesunde Volks- oder Bauchempfinden zum moralischen Argument unter der Chiffre der Legitimität machen kann. Also die Beliebigkeit eines Zeitgeistes, der per se nicht die Vernunft auf seiner Seite hat. Das ist meine Angst, mit Legitimität zu argumentieren, wiewohl auf einer in Anführungszeichen höheren Ebene, das war in unserem kurzen Gespräch zugegeben, dass ich in diesem Raum des Zeitgeistes auch die künftige Legalität ausbildet und insofern wir natürlich in einem, wie soll ich sagen, vorgesetzlichen Normdiskurs sich, also wenn man es vornehmer sagt, ist es ein Normdiskurs, aber wenn man so ein bisschen guckt, was man so alles liest in den Blogs und in den Zeitungen und in sonst wie, dann ist eine Norm, Normative Orders machen die da in Frankfurt immer. Das ist schon sehr hoch gegriffen, das als Diskurs der Normative Orders zu machen. Und das Zweite ist, aber das wäre dann auch das Schlusswort, vielleicht auch nochmal als Dissens, wenn es ein Streit ist, was alles, was Sie da sagen, jetzt zu den Unternehmen und so, das setzt voraus, also die Siemens und VW und Compliance und so, als ob es in der Menschheitsgeschichte einen Fortschritt im moralischen Bewusstsein gibt. Und da glaube ich dann eher nicht dran. Aber vielleicht habe ich Sie da auch missverstanden und glauben Sie da auch nicht dran. Also ich glaube nicht, dass wir durch die vielen Rechtsanwaltskanzleien, die jetzt Compliance-Schulungen in den Unternehmen machen, dass wir da sehr viel weitergekommen sind. Das wäre ja auch der Weg der Legalität. Okay. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle recht herzlich bei Ihnen allen und natürlich bei unseren Referenten hier vorne für eine sehr spannende Debatte. Wenn Sie sagen vorgesetzlich, wovon ist das gespeist? Bestimmt, naja, nicht von den einen oder anderen Aspekt. Genau wie die beiden Herren sind Sie vielleicht auch schon ganz erpicht darauf, noch weiter zu diskutieren und noch weitere Punkte bei einem Glas Wein oder Wasser aufzugreifen. Vorher aber noch mal ein ausdrücklicher Dank. Ich schaue, wo ich jetzt fündig werde. Denn wir haben natürlich auch noch kleine Präsente für unsere beiden Referenten vorbereitet, die wir jetzt dann gleich noch mal übergeben werden. An der Stelle schiebe ich einen kleinen Veranstaltungshinweis ein. Sie können gerne wiederkommen am 20.12. zu dem Vortrag von Andreas Suchanek. Auch zu einem verwandten Thema, wenn ich so abkürzen darf. Also melden Sie sich schon mal den Termin und melden Sie sich bitte an. Und dann kommen wir jetzt zum offiziellen Dankeschön an Herrn Hahn. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben hier einige Sachen speziell aus Witten, die Ihnen hoffentlich gefallen werden. Bitte schön. Ich bin sehr neugierig und bedanke mich sehr und fand die Debatte wunderschön. Auch bei Günter Ortmann für den Kommentar und die anregende Auseinandersetzung. Auch dir herzlichen Dank, Günther. Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei meinem Team, bei den Mitarbeitern des Reinhard-Mohn-Instituts für die organisatorische Unterstützung, das Ganze drumherum, was man ja gar nicht so mitkriegt. Also allen recht herzlichen Dank für die Mitarbeit hier. Also jetzt sind wir durch und aber Sie können gerne noch bleiben. Ich würde mich sogar sehr freuen, wenn viele von Ihnen jetzt noch einen Moment draußen bleiben. Wir haben da ein paar Getränke vorbereitet, habe ich schon gesagt. Und sicherlich gibt es noch einiges zu diskutieren. Und Sie sind alle sehr herzlich eingeladen dazu und auch zu unserer nächsten Veranstaltung. Schönen Abend noch und wir sprechen uns gleich.